Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Sowjets. Bei mittlerweile, glaube ich, schon, ja, der drittletzten Mission, würde ich jetzt mal so sagen, weil, ja, so viel haben die Alliierten nicht mehr hier übrig. Und in dieser Mission geht es in ein neutrales Land, und zwar in die Schweiz. Play it again. I want it. The Allies are calling it Chronosphere technology. My sources tell me it is done with extremely high energy signals. I want it. Comrade, how? I am surrounded by idiots. Do whatever it takes. Steal it. Take it from them. Nadia, tell your spies I want detailed plans. If Gradenko had not allowed Einstein to slip through our fingers, that weapon would be ours now. I had a cane. Comrade, we do have a lead. An allied base outside SETI is sending out very strong energy signals. I believe this is where the Chronosphere hides. There are three separate control centers we've identified there. Take control of all three. Do not allow them to destroy that which is rightfully ours. General? Ja, Freunde, wie ihr gehört habt, wir sind General geworden. Wir sind General geworden beim guten alten Stalin. Das ist doch schon mal ein netter Aufstieg. Und der Kukow, der hat auch schon geguckt, so, was? So, was ist jetzt hier los? Ach, die Mission ist das. Okay, ja, ja. Spielgeschwindigkeit runter. Geht direkt mal los hier mit dem schönen Hellmarsch. Guckt. Raketenwerfer direkt hier raus, komm. Den Raketenwerfer brauche ich noch. Alles klar. So, weiter geht's hier. Genau, direkt mit dem Hellmarsch am Anfang. Das ist doch geil. Ja, Freunde, wie ihr seht, hier ist ein MBF. Hier geht's gleich direkt actionreich los. Krass, ja. Hier geht's direkt mit der Action los. So. Ups, ich musste gerade mal ein bisschen aufstoßen. Meine Güte, ich komme hier gar nicht mehr zum Reden, ey. So. Die Mission, die ist schon echt krass hier, ja. Jetzt lasst euch doch nicht alle töten, mein Gott. Wie soll ich die hier kaputt machen? So, der Raketenwerfer. Oh, der lebt noch so gerade. Ja, die Mission hier, die erinnert ein bisschen an die letzte Mission. Also die letzte Mission ist noch beschissener. Ganz ehrlich. Warum schaffen die das denn nicht, Mensch? So. Ja, das war's mit dem. Und dann war's das auch mit dem. Und dann kann der Raketenwerfer sich mal darum kümmern gleich. Ich brauche hier jede Einheit am Anfang. Das ist so eine krasse Mission. Das erinnert mich schon irgendwie... Was machst du denn? Erinnert mich schon irgendwie an die letzte. So, hier oben werde ich auch meine Basis hinbauen. Nein, 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 nein. Nicht in den Turm. Ah, egal. Solange es ein Mammutpanzer ist, ist alles in Ordnung. Im Moment seid ihr die Verteidigung hier, Freunde. Gut, dann geht man da unten hin und macht den Turm im Arsch. Der Mammutpanzer schafft das. Ja, lasst ihn mal das Feuer auf sich ziehen, weil der kann sich ja regenerieren. So, dann ist der schon mal weg. Ja, natürlich überlebt er das, ist klar. Oh Mann, okay, dann... Nein. So, Kraftwerk. Da reden wir versteht den Weg, ja super. So. Alles klar. Dann geht's hier mal los. Komm, schieß jetzt deine Rakete ab, komm. Jawohl, sehr schön. Und das haben wir geschafft. Sehr gut. Alles klar. Cool. Dann haben wir das erstmal, so. Ja, wir wurden hier reingeworfen in die Mission. Ich werde jetzt hier auch erstmal die Schwierigkeit wieder ein bisschen hoch machen. Und das Ganze nochmal speichern unter Mission 12, weil wir sind wirklich jetzt kurz vor der Zielgeraden. Und ich gucke nochmal gerade, ja, der nimmt auf, wunderbar, alles klar. Und, ja, Freunde,
wie wir auch eben in der Cutscene wieder gesehen haben, der Kane, der hat sich mal wieder bemerkbar gemacht. Ne? Habe ich euch ja schon mal erzählt, wer das ist. Das ist ja der Anführer der Bruderschaft von Nott im Tiberium-Konflikt Command & Conquer-Teil. Ja, genau. Und das finde ich, das ist ja schon sehr interessant, dass man den hier so sieht, finde ich. Ja, schön marschieren hier. Oh Mann, oh Mann. So, los geht's jetzt hier. Ich baue direkt eine Kaserne, weil ich hier oben... Ja, ich kenne die Mission schon, das ist ja wieder sowas. Da oben kommen gleich Manniken raus. Aber erstmal Großkraftwerk bauen. So. Genau, richtig so sammeln. Direkt mal die Edelsteine sammeln. Und, ja, einen Moment... So, es tut mir leid. Ich musste gerade mal nochmal eine Nachricht kurz beantworten. So. Dann können wir direkt hier die Waffenfabrik bauen. Ja, und wie gesagt, sehr interessant, dass der Kane wieder da war und er hat dem Stalin halt irgendwas zugeflüstert. Ja, wo wir nicht wissen, was, was er da genau zugeflüstert hat. Ah, wieder schöne Geisterhausmucke. Ach, herrlich, Command & Conquer ist doch so ein schönes Spiel, oder, Freunde? Es ist doch ein schönes Spiel. Ja, wie gesagt, freut mich, dass ihr mal wieder dabei seid heute bei Command & Conquer. Ich habe heute sogar ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, dass ich jetzt hier nochmal 2-3 Missionen am Stück aufnehmen kann für euch. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch, würde ich sagen. Also ich werde heute so ungefähr so, ja, 3 Stunden spielen oder so. Und dann, sind wir vielleicht sogar schon mit der Russenkampagne hier durch. Ich muss mal gucken, welches Projekt ich denn als Nachfolger mache. Es könnte sein, dass es tatsächlich Dune 2000 wird. Oder es gab noch Anfragen für Empire Earth. Ja, bin ich auch nicht abgeneigt. Natürlich nicht. Also Empire Earth auch ein mega geiles Spiel. So, Radarzentrale, dann direkt die Werkstatt und der zweite Sammler baut schon und du sollst die Edelsteine einsammeln. Meine Güte, geht das wieder los hier. So, perfekt. So, dann haben wir hier die 2 Panzerverteidigung. Aber ich glaube, ich brauche hier erstmal nicht mehr so viel. So, hier unten sieht man hier einiges an Manniken von den Startflugzeugen, die wir hier hatten. Und ja, nach der Werkstatt werde ich erstmal eine Tesla-Spule hier hinbauen. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass da gleich ein ziemlich nerviger Angriff mit Gummipanzern kommt. Ja, genau. So, und dann kannst du jetzt hier... Ja, sind leider keine Edelsteine mehr da, leider. Das ist das Problem. Aber das passt schon so. 2 Sammler im Einsatz zu haben, ist schon gut, muss man sagen. Ja. Frage ist jetzt, reicht eine Rakete für einen Chinook-Hubschrauber? Das wäre eine interessante Frage, weil der kommt gleich mit einem Chinook-Hubschrauber. Also mit einem Transporthubschrauber. Und, ja. Müsste man gleich schauen, ob das reicht, aber ich glaube, das passt schon so, wenn ich den hier stehen lasse. Erstmal. So, die Werkstatt. So, Tesla-Spule, zack. Da ist er, da ist der Chinook. Und... Geil! Es reicht tatsächlich. Sehr gut. Sehr gut, ey. Ja, da sind die Gummipanzer. Schieß doch bitte beide auf einen. Oh, nein! Oh, lenk den noch ein bisschen ab. Komm. Raketenwerfer, kite noch ein bisschen. Ich brauch die Tesla-Spule jetzt. Och, Mensch. Ich brauch die Tesla-Spule. Komm schon. Ich wusste, dass hier die 3 Gummipanzer kommen. Verdammte... Ja gut, aber die Diebe sind egal. So, dann mach die mal hier unten hin. Nee, ich hab kein... Ich hab nichts an Geld. So. Hä? Was macht der denn? Okay. Der ist noch in eine Waffenfabrik gerannt. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, okay? Was war das denn? Naja, das war jetzt ein bisschen sinnlos. Naja, egal. Gut, dann machen wir einfach mal weiter. Also ich glaube, darüber braucht man jetzt keine Gedanken mehr zu verschwenden, was das sollte.
So, ein Panzer auf jeden Fall und Flugfelder. Ah, nein. Energie erstmal ganz wichtig. So. Und dann können die Sammler. Moment. Ich weiß noch, dass der hier gleich anfangen wird, mit dem Minenleger herzufahren. Und das will ich verhindern. Das will ich verhindern, Freunde. Weil das kann ich echt nicht gebrauchen, hier einen Minenleger. Nee, absolut nicht. Ach Mensch, die Sammler, die brauchen so ewig. Ach, für neue Kohle. Ja gut. Ja, Freunde, wie gesagt, also lasst mal hören, was ihr so als Nachfolgeprojekt haben wollt. Ich habe schon so die ein oder andere Idee von den Input von euch bekommen. Ja, bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. So, dann zack und dann direkt am besten noch eine Tesla-Spule, ja. Noch eine Tesla-Spule. Ach, das ist jetzt... Ich habe wieder keine Kohle, ne, für eine, noch eine Tesla-Spule. Aber ist egal, ich muss mich erstmal hier verteidigen. Ich muss mich erstmal verteidigen. So, der zweite Panzer kommt raus. Das ist schon mal sehr schön. Und, ja, wie gesagt, also bin ich mal gespannt. Aber jetzt erstmal weiter hier. Also, ich werde jetzt mal mit dem einen Panzer noch ein bisschen erkunden fahren hier. Weil ich will schon wissen, was hier abgeht. Also, ganz klar. Ach, ist das schön, mal wieder mit euch hier Command & Conquer zu spielen. An diesem Mittwoch sogar, ja, Mittwoch. Oh nee, was will denn der Hubschrauber? Verdammt. Danach muss ich auf jeden Fall eine Flak bauen. So, dann fahren wir in die Range. Lass den mal daneben schießen. Genau so. Also wenn ein Hubschrauber kommt, einfach unter den fahren, dann schießt er daneben. So einfach geht das. Ja. So, danach werde ich eine Flak bauen und den mal da reinziehen. Ja, das reicht natürlich nicht, ne? Ist klar. Die Kohle, glaube ich. Ne, kostet 750, ey. Fuck. Ja, sammelt doch nicht immer am Ende der Welt, mein Gott. Ach, ja, der, oh, weiter. Beweg dich unter den. Ja, so. Dann trifft er schon nicht mehr. Also, das ist, die kann man einfach austricksen, die Hubschrauber. Aber nervt halt schon, ja. Es nervt doch. Enorm, sollte ich sagen, ja. Enorm. Gut. Ach ja, der Anfang der Mission, das ist... Der Anfang ist immer ein bisschen schleppend. Weil da halt mit dem Geldfluss noch nicht alles in Ordnung ist. Und jetzt baue die Flak mal hier hin. So, dann kommt, dann lockt ihn in die Flak rein. So, zack, 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 zack. Ja, sehr schön. Ich baue am besten noch eine dritte Raffinerie. Damit das ein bisschen schneller geht hier mit dem Geldfluss, ey. So, alles klar. Gut, habe ich immerhin zwei Panzer. Dann werde ich mit dem hier nochmal ein bisschen erkunden, bevor ich meine Flugfelder baue. So. Jo, geile Mucke. Dann werde ich das hier nämlich abreißen und da ein Technikzentrum hinbauen. Aha, Gummipanzer. Okay, weg damit. Gehen wir lieber weg da. Das, ich will noch nicht provozieren. Nein. Ich will noch nicht provozieren hier. So. Dann, ja, nächste Lieferung bringt die Raffinerie zum, also fertig, glaube ich, und den Raketenwerfer können wir dann noch bauen. Aber ich mache mal Pause. Sollte aber jetzt reichen, ja. Dann werde ich die neue Raffinerie nämlich hier hinbauen und die hier verkaufen. Genau so sieht's aus, ja. So, dann bauen wir weiter. Verkauf das und stell die Minikin mal hier hin. So, dann könnt ihr mal hier direkt mal sammeln, so. Wir sammeln es weiter, so. Alles klar, perfekt. So, da haben wir jetzt drei Sammler im Einsatz. Das sollte doch erstmal reichen. Und dann werde ich jetzt erstmal ein weiteres Großkraftwerk bauen. Und du sammelst bitte auch weiter, ja? Vielen Dank. Sehr freundlich von dir. Dann werde ich das hier gleich verkaufen und das durch ein großes ersetzen. So mache ich das. Mache ich jetzt sogar schon, ne? Reicht das? Nein, es reicht nicht, aber es ist egal. So.
Ah, der baut jetzt nur minimal langsamer, weil das Ding hier noch orange ist. Aber das sollte kein Ding sein hier. So, noch eine Energie. Und danach direkt das Tech-Zentrum. So, dann noch ein Panzer. Jetzt läuft's. Jetzt läuft das mit der Kohle. Da können sie auch am Kartenende sammeln. Das ist kein Problem. So, gut. Dann, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier die Flugfelder. Ah ne, ich wollte doch ein Tech-Zentrum bauen. Warum baue ich das denn nicht? Na egal, mach erstmal die Flugfelder, damit ich die Karte erkunden kann. Ja, ein bisschen wenig Platz hier, aber ja, was soll man machen? So, was haben wir hier? Noch ein Panzer, sehr gut. Ja, so langsam und stetig wächst das Ganze. Ja, komm, mach die Flugfelder hier hin. So. Mach ich das Tech-Zentrum, keine Ahnung wohin. Ich will auf jeden Fall auch wieder Flugzeuge haben hier. Da ist der Minenleger! Da ist der scheiß Minenleger! Weg damit! So. Dass der mir ja keine Minen hier legt. Ich hab den schon vermisst. Ich hab mich gefragt, wo der bleibt. Oh, wir brauchen schon Silos. Okay, dann bau Mix. Das ist ja das Gute, wir können ja schon die Mix bauen. Nicht mehr nur die Yaks. Obwohl die Yaks eigentlich besser gegen Gebäude sind, aber ja. So, dann bauen wir weiter hier einfach. So, zack. Und ja. Ja, jetzt läuft das mit der Kohle. Mit drei Sammlern im Einsatz. Ja, doch. Passt sehr gut, würde ich sagen. So, dann haben wir hier schon mal ein paar Einheiten. Stimmt, das war ja die Mission. Hier unten in der Ecke, da ist ein Tech-Zentrum der Alliierten. Das werde ich auf jeden Fall auch erobern. Ganz klar. Und, ja. Bau noch weitere Mix. So, jetzt habe ich vier Flugfelder. Ich glaube, das reicht auch erstmal. So. Weil dann können wir nämlich die ganze Karte auch sehen, ausnahmsweise mal als Russe. Das finde ich doch mal mega episch. So, reicht das? Ernsthaft, es reicht noch nicht mehr für die MIG. Die eine Sammlerladung, ey. Dio. Ah, seht ihr? Jetzt haben wir nämlich die guten Spionageflugzeuge hier so. Aha! Da kommt er angeschissen. Okay. Da kommt er angeschissen. Ja gut, dann zieht euch mal ein bisschen zurück. Damit könnt ihr mit den Tesla-Spulen arbeiten zusammen. So, Technologiezentrum jetzt. So, ich bin vorbereitet, mein Freund. Alles klar, dann, boah, Phyraxirus. Krass, ja. Dann fahr den mal platt. Fahr drüber. Ja, sehr gut. So muss das laufen. Alles klar. So, dann gehst du mal reparieren. Oder, nee, noch nicht. Noch nicht. Einen Moment mal, ich muss gerade noch mal ganz kurz gucken. Mein Handy vibriert hier. Ah, das war jetzt... Ah nein, warum habe ich das denn jetzt abgebrochen? Verdammte Hacke. Aha, okay. Speicher das, komm, Mission 12. So. Oh, jetzt haben wir... okay. Ich habe einiges an Kohle, ja. Das Ding ist noch nicht mal voll, alles klar. Jo. So geht's mal weiter. So, dann bau halt... Ah, da fehlt sogar noch eine MIG. Ja, dann bau die MIG noch nach. Krass, ich hätte jetzt gedacht, dass die schon vollzählig sind. So. Die sind mal Team 2 und können wir direkt bei diesem Panzer da platt machen. So. Schafft ihr das? Das schafft ihr. Sehr schön. Sogar plus Pilot. Mammutpanzer. So. Das ist meine Waffe hier. Die guten alten Mammutpanzer. So. Alles klar. Ja. Ja, ich muss ab und zu mal Handy-Nachrichten beantworten. Es tut mir leid, aber ja, was will man machen, ne? So, die Fallschirmjäger könnte man hier hin tun. Seht's mal so, während ich die Nachrichten beantworte, könnt ihr der richtig geilen Mucke lauschen. So, dann brauche ich jetzt noch vier Silos. Was? 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 Oh Gott. Fahr mal in die Flaks rein, bitte. Also ich brauche hier auch Flugabwehr. Definitiv noch mehr Flaks. So.
Alter Schwede, nicht schlecht, ja. Nicht schlecht, was die Alliierten alles haben hier. Ja, hier oben baue ich die hin, weil hier oben muss ich eh nicht hin. Das heißt, hier kann ich mich zubauen. So, danach noch eine Energie. Und danach direkt die Flax. Weil die brauche ich anscheinend hier, ja. Wobei, die heilen sich eh bis zur Hälfte, die Sammler. Aber trotzdem, das ist nervig. So, dann bau das mal hier hin. Hey, bau das hier hin, Mensch. So. Und eine weitere Flarak-Stellung. Flugabwehrrakete heißt das.